Hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Gavatrons. Heute packen wir einen asiatischen Film wieder aus, beziehungsweise einen japanischen Film. Stimme des Herzens, Whisper of the Heart. Ein Film, der auf einem Anime basiert von Studio Ghibli, den ich sehr gerne mag. Und ich wusste gar nicht, dass es diesen Film gibt. Den wurden mir letztens auf Amazon empfohlen. Der ist wo Juli, Ende Juli erschienen. Und dann habe ich mir den gleich bestellt auf DVD. Ich glaube, es gibt aber auch eine Blu-ray-Fassung, da bin ich mir nicht ganz sicher. Wenn ja, verlinke ich euch diese unten in der Videobeschreibung. Natürlich beide Formate, verdiene ich aber nichts dran. Und außerdem findet ihr in der Videobeschreibung auch einen Trailer zum Film sowie weitere Informationen. Einfach mal reingucken. Ja, und falls ihr den Film schon gesehen habt, schreibt mir gerne eure Meinung zu dem Film. Ist der gut? Ist der schlecht? Wie nah hält er sich an den Anime? Nehmt er sich Freiheiten raus? Einfach in die Kommentare schreiben. Jetzt hat Nurjan freigegeben. Und ich fand ja auch Kikis Lieferservice den Film gut. Der ist natürlich ein bisschen anders als der Anime, aber der hat mir trotzdem gefallen. Obwohl viele Sachen, die wären nicht so gut. Ich fand den ganz in Ordnung. So sieht die Seite aus. Hier haben wir den Publisher, Capital Light. Und die herzerwärmende Live-Action-Verfilmung des gefeierten Mangas von Ayo Hiragi. Und ja, Cover ohne FSK-Logo steht hier. Dann haben wir hier Sprachen Deutsch und Japanisch. Beides in Dolby 5.1. Bildformat ist 2,39,1, 16 zu 9. Laufzeit 100 Minuten, Untertitel mit Deutsch und Englisch, Typ ist DVD-9, Originaltitel ist Mimi wo Sunaseba und ja, ist eine Produktion aus Japan von dem Jahre 2022. Also so, was ich so an den Bildern sehe, sieht das ganz schick aus. So, machen wir doch mal die Hülle auf, ist eine schwarze. Mit Lenzen aber. Die DVD sieht genauso aus. Kein Booklet oder so dabei, leider, wie immer. Aber ich bin gespannt auf diesen Film. Wie gesagt, wenn ihr diesen schon gesehen habt, gerne eure Meinung in den Kommentaren schreiben. Ich bin echt gespannt auf den Film und war echt eine Überraschung, dass ich den nicht kannte, beziehungsweise gar nicht wusste, dass der Release wurde. Nichts mitbekommen. Schade eigentlich. Aber jetzt habe ich ihn mir ja bestellt und hoffe, der gefällt mir auch. Das war es auch von mir an dieser Stelle. Im Kommentar, da würde ich mich sehr freuen. Und guckt euch den Trailer an, sollte euch der Film interessieren. Ich bin jetzt weg, wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Bis dann, euer Gavatrons. Ciao.